Nur noch wenige Tage, dann beginnen in Peking die Olympischen Winterspiele. Dabei hatte es im Vorfeld viel Kritik und sogar Aufrufe zum Boykott gegeben. Menschenrechtsorganisationen werfen der chinesischen Regierung schwere Verbrechen vor, etwa im Umgang mit der muslimischen Minderheit der Uiguren. Hunderttausende sollen demnach in sogenannten Umerziehungslagern festgehalten werden, damit sie Sprache und Kultur vergessen. China weist diese Vorwürfe zurück. Viele Exil-Uiguren hoffen nun darauf, dass die Spiele in Peking zumindest dem Schicksal ihres Volkes neue Aufmerksamkeit schenken. Die Berge erinnern Bukra Akin an seine Heimat. Vor 6 Jahren verließ er China, um ein neues Leben in den USA zu beginnen. Alles schien gut zu laufen, bis sein Vater, der in China geblieben war, in der Nacht des 25. Oktober 2018 plötzlich aus seinem Haus verschleppt wurde. Ihm gehörte einer der größten uigurischen Verlage und Akin glaubt, dass sein Kampf für den Schutz der uigurischen Sprache und Kultur der Grund war, warum die chinesische Regierung ihn ins Gefängnis steckte. Das ist meine größte Angst, ihn nicht wiederzusehen. Ich wünsche mir, dass die US-Regierung und auch Europa Druck auf China machen, wegen des Genozids. Nach der Inhaftierung seines Vaters eröffnete Bukra Akin ein Restaurant im Großraum Los Angeles, das er nach der uigurischen Region im Osten Xinjiangs, in der er aufgewachsen ist, Dolans nennt. Eines der beliebtesten Gerichte ist Lahman, eine Speise aus handgezogenen Nudeln. Die uigurische Küche trägt die Handschrift des Gebietes im äußersten Westen Chinas, an der Grenze zu Kirgisistan und Tadschikistan. Dort leben die meisten der 12 Millionen Uiguren dieser Region. Einige seiner Kunden wissen bereits eine Menge über das Thema. Als Amerikaner, als bewusster Verbraucher fühle ich mich in der Verantwortung zu verstehen, dass es so viele Unternehmen gibt, die direkte oder indirekte Beziehungen zu den uigurischen Arbeitskräften haben und dass diese untrennbar mit dem amerikanischen Kapitalismus verbunden sind. Sie arbeiten als Zwangsarbeiter in Arbeitslagern, in die sie die Chinesen schon seit langer Zeit stecken. Das möchte ich vertiefen mit Hayo Kürban. Er ist Leiter des Berliner Büros des Welt-Uiguren-Kongresses, also ein Zusammenschluss von Exil-Uiguren. Guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Was wissen Sie über die aktuelle Lage der Uiguren in China? Spätestens seit 2017 hat die chinesische Regierung damit begonnen, in den uigurischen Heimat, in Ost-Türkistan, im Nordwesten von China, mehrere tausend groß angelegte Hafteinrichtungen einzubauen. Und dort werden laut Schätzungen der Wissenschaftler und unabhängige investigative Journalisten und laut UN mehrere Millionen Uigurinnen und Uiguren gegen ihre Willen und auf unbestimmte Zeit in diesen Hafteinrichtungen festgehalten, eingesperrt, Gehirn gewaschen, sterilisiert, aber auch vergewaltigt worden sind. Und laut die letzte Abschlussbericht des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages hat auch dieser schwerwiegende Verbrechen hat einen Namen gefunden, und zwar mindestens eine Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das die chinesische Regierung gegen die Uiguren und andere türkstämmige Bevölkerung geübt hat. Glauben Sie, dass die Olympischen Spiele eine Chance sein könnten, dieser ganzen Thematik wieder mehr Aufmerksamkeit zu schenken? Genau, das, daran haben wir überhaupt keine Zweifel. Olympische Spiele ist eine der sehr wichtigsten globalen Veranstaltungen, wo die Aufmerksamkeit der internationalen Aufmerksamkeit in China richtet. Und das ist also eine sehr wichtige Gelegenheit, dass die Menschen nach den schönen Fassaden, dass die chinesische Regierung die Welt zeigen will, mit ihren pompösen Eröffnungsfeierlichkeiten, diese Missstände nicht nur an den Uiguren, aber auch die Tibeter und Hongkong, dass die ihre Werte und Freiheit beraubt worden ist und die also
in immens verschlechternde Menschenrechtslage und die Redefreiheit und religiöse Freiheit endlich einmal aufmerksam wird. Einige Länder haben sich für einen politischen Boykott der Spiele entschieden. Die Bundesaußenministerin Baerbock etwa wird nicht anreisen. Wie wirksam sind solche Signale in Richtung Peking? Nun, wir sehen das also ein sehr wichtiges Signal, dass die verantwortungsbewusste Nationen wie Deutschland, die die Menschenrechte, Demokratie und Menschlichkeit in ihrer Fahne geschrieben hat, endlich eine klare und deutliche Kante zeigt gegenüber der chinesischen Regierung, die millionenfach Menschenrechtsverletzungen übt und trotzdem davon kommt. Und wir sehen aber also eine wir haben das leider sehr traurig in Kenntnis genommen, dass die Bundesregierung in dieser sehr wichtige und deutliche in diesem Fall leider keine deutliche und klare Stellung bezogen hat. Hajo Kürban vom Welt-Uiguren-Kongress, vielen Dank. Ich danke Ihnen.